Nach dem Rennen kommt jetzt die Dusche. Nach dem Rennen. Jetzt hat er gut gearbeitet für einen Dreijährigen, war das ganz prima. Weil er ist erst 2 Monate wieder in Arbeit. Und die nächsten 4 Wochen ums Doppelte verbessert. Und dann wird er wohl in der Quali kommen. Seine Schwester hat 13 Rennen gewonnen. Wenn er die Hälfte gewinnt, bin ich schon zufrieden. Jetzt ist aber ruhig, ne? Ja, weil er im Winnerzirkel da ist. Ja, die Christel sollte ja dabei bleiben, aber die ist so sieht ein Arbeitstag eines Jockey aus. Ja, das ist ja nur ein Pferd. Aber wenn du dann 10, 20 Pferde hast, dann kommst du von den einen runter und von den anderen wieder drauf. Der eine lernt es früh und der andere spät. Zeit darf man hier nicht in Kauf nehmen. Immer weitermachen. Viele sagen, was machst du vom Beruf? Ja, ich sage, was soll ich schon vom Beruf machen? Ich bin Pferdevorwärtskünstler. Was ist das denn? Ja, ich sage, die Pferde da traben lernen und zum Rennen bringen. Ich sage, dann sind wir ein Pferdevorwärtskünstler. Ja, ich sehe und höre, du hast immer noch Spaß an diesem Beruf oder ist das Freizeit? Nein, ich habe immer noch Spaß an dem Beruf. Also solange ich mich bewegen kann und das machen kann, werde ich wohl immer hinter dem Pferdeschwanz bleiben. Nächste Woche habe ich ja Geburtstag, dann werde ich 83 und dann machen wir weiter. Hänschen Frömming hat noch mit 84 gefahren. Ja. Jetzt kommt die Dusche. Das ist doch eine schöne Rennfarbe, oder nicht? Die glänzt doch offenbar. So. Nach der Arbeit wird schön geduscht, das Pferd von oben bis unten. Dann wird da warm eingelegt, dass er nicht friert. Früher hat man das nicht gemacht, da hat man die trocken gerieben. Und dann mussten die nämlich als normal geputzt werden, dass der Schweiß runterkam. Und das ist heute nicht mehr. Heute werden sie abgeduscht, damit sie schön sauber sind. Die Pferde haben es gerne, weil sie sich das dann dran gewöhnen. Komm ruhig, dass der Dreck runterbringt. Thank you.
gesund bleibt, dann mache ich das noch ein bisschen weiter. Weil ich bin ja alleine. Wollen ja hoffen, dass du noch lange hier aktiv bist. Ja, ich werde es versuchen. Von den ganzen Trainer, die ganzen Kirchen, wir waren ja hier schon mal mit 20, 25 Trainern nach dem Krieg, die ganzen Jahre. Da bin ich der Einzige, der noch übergeblieben ist, der die Stellung hier hält. Du hältst sozusagen hier die Trabrennbahn Gelsenkirchen mit aufrecht. Ja. Da kommen auch schon viele Leute, die mal eine Frage haben, jetzt gerade auch, wo man eine Barriere. Erste Frage, wann sind denn die nächsten Rennen? Ich sage Samstag. Ja. Auch das sieht aber gut aus, was wir hier machen möchten. Ja, das ist schon da. Und wie nennt sich das, was du jetzt machst? Ich tue das Pferd mit dem Schweißmesser abschweißen, dass der Schweiß und das Wasser runterkommt. Dann ist er schneller trocken. Das heißt, er wird abgeschweißt. Aber die kennen das alle schon. Ich hoffe, dass der mir nochmal dankt, die Arbeit, die ich mit ihm mache, dass er mir nochmal dankt. Unten sehe ich ein Pferd. Dass er mal als erster durchs Ziel geht. Ja. Wie wir das vorhin gemacht haben. Wie wir das vorhin gemacht haben, und da wird sich der Züchter befreuen und der Besitzer auch. Ja. So, und die Decke ist jetzt zum... Das ist eine Schweißdecke, dass jetzt da unter die Decke trocken wird, da dauert eine 20 Minuten, dann ist er trocken. Und wenn er viel gearbeitet hat und pustet, dann wird er ja nach draußen genommen. Heißt dann trocken führen. Also das, was ich nach dem Rennen dann nach dem Duschen noch sehe hier auf dem Gelände. So siehst du. Das ist gut. Und willst du wieder Leckerchen? Oder zählst? Normal soll man das nicht machen. Normal soll man das nicht machen. Dass die zwischen die Zeiten immer Äpfel oder Möhren kriegen. Weil dann hören die gar nicht auf. Ah ja, der ist ja richtig verrückt hier. Und ja. Wie heißt er? Was für einen Namen hat er? Warte, da muss ich gucken. Wenn du ja sagst, er soll einen Sieg einfahren, vielleicht kann man sich dann mal erinnern. Warte mal. Ja, ich warte. Ich glaube, ich hab ja mal nicht. Also das ist kein Zählen, so alt kann er noch nicht sein. Ja. Hey, der ist ja verrückt. Thank you.
Und wie heißt er? Habe ich da. Der Hand. Also ich muss erst eine andere Nummer. Das ist ein Dreijähriger, der heißt You and Me. Besitzer ist Hans Gusträter und Züchter ist Heinrich Plattfuth Ascheberg. Hast du auch Eltern oder so, die Abstammung? Die, halt mal fest. Hast du nicht drauf? Nee. Jetzt ist er aber ruhig. Ja, ich habe ja gesagt, ich hole den nach vorne. Hans Kuhstädter bei der Arbeit, beim sogenannten Einstreuen, oder wie heißt das? Die Fälle werden jeden Tag mit der Hinz rausgenommen, jedes Tag frisch gesprochen. Oder manche Fälle stehen auch auf Späne. Ah ja. Das ist die Stallarbeit. Also das mache ich ja heute, weil ich das noch so als Hobby mache. Früher, wo ich viele Pferde hatte oder etliche, da habe ich das ja nicht machen brauchen. Da musste ich ja fahren. Zwischen 7 und 8 Pfund. Manche kriegen auch 10, was große Pferde sind. Jetzt. Da ist alles drin, da ist Müsli drin, da ist Pellex drin, da ist Salzhafer drin. Und dann sein Leckerchen, die Äpfel hat er ja, schon weg. Die Äpfel sind auch drin. Die waren schon weg, ne? Die sind schon weg. Die hat er sich sofort reingetan.